Liebe Zuschauer da draußen, ihr solltet bitte verstehen, dass diese Videos der Unterhaltung dienen. Das sind Comedy-Videos. Nehmt diese Videos bitte nicht ganz so ernst. Ihr solltet bitte auch begreifen, dass die Aussage von Nico, dass er Homeoffice macht und ich ihn verpetze, Spaß ist. Denn jedem sollte bewusst sein, dass Ron die Videos abends selber guckt und die Mitarbeiter nicht öffentlich in einem Video sagen, ich mache Homeoffice und melde mich extra krank oder whatever. Das ist Spaß und ganz viele Leute da draußen verstehen nicht, dass diese Videos einfach nur Spaß sind. Es ist Spaß, liebe Leute. Es ist Comedy, es ist Unterhaltung. Nehmt das nicht alles ganz so ernst. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ganz, ganz viele Leute da draußen diese Videos so verflucht ernst nehmen und denken, dass da wirklich alles der Wahrheit entspricht, was gesagt und getan wird. Und da müsst ihr von ab. Das ist nur Spaß, liebe Leute. Comedy, Unterhaltung, Unterhaltungsvideos. Nehmt diese Videos nicht so ernst. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Der berühmteste, aber auch einzige Feuerwehr-Influencer Ostfrieslands. Warte mal, ich mache mal ein Influencer-Gesicht. Ja. Was machst du nächste Woche, wenn Ron nicht da ist? Ich bin ja auch nicht da. Homeoffice, wa? Ich bin einfach auch nicht da. Das ist aber auch richtig, ne? Ja, da habe ich mir so überlegt. Ich mache irgendwie eine schöne Woche. Vielleicht, ja, mache ich auch einmal so ein Geheimtreffen oder so mit ihm. Ach, fährst du auch mit? Nein. Außerdem darfst du es auch gar nicht sagen. Warum? Weil es geheim ist. Ich frage ihn, dann sagt er das doch eh, der Troll. Ich weiß es nicht. Ich bin raus. Ja. Freitag haben wir auch noch die Welt gerettet von der Feuerwehr. Ja, was passiert? Ein guter Mann hat sein Essen auf dem Tisch stehen, auf dem Herd stehen lassen. Und war das ein bisschen verraucht. Also Essen war hin. Ich wollte essen, also das einfach, ich konnte, ich habe gesagt, gut, ich fahre zum nächsten Imbiss, hol ihm was, dann kriege ich jedenfalls was, weil mehr kann ich nicht. Aber wollte auch nicht. Aber, ist alles, dachte, gut, aber bist, alles gut gegangen zum Glück. Ich dachte, du bist die Speerspitze der Feuerwehr Obleng Süd. Ja, ich kann höchste Tür sperren, ja. Stell mich rein und es ist zu. Aber, dann hört's aber auf. Du hattest mal Ambitionen. Ja, früher, ja, als ich jung war. Essen da. Essen? Ja, das stimmt. Mettbrötchen schmieren, das kann ich. Für die Verpflegung ist Wasser zuständig, holen, Ron gerade Wasser gesagt. Holen, Wasser wegbringen. Aber ich wollte eigentlich... Waterboy, genau. Der Mann mit dem Wasserschaden. Ja, den habe ich auch. Das stimmt. Habe ich tatsächlich seit gestern. Sitze ich auf dem Klo, gucke ich unter die Decke, hängen da zwei Tropfen drunter. Toll. Nicht, dass ich erst vor einem Jahr mein Badezimmer neu gemacht habe. Und dann hängen da Wassertropfen drunter. Und nun? Ja, nu, was ist das Ende der Geschichte? Björn saß mit dem Hammer und Handkreissägerung auf dem Dachboden mittags um 12, sonntags. Und hat das Ganze da auseinandergehauen und hat festgestellt, dass da irgendwelche Dichtungen lecken von so einem alten Rohr. Und nu, das wird teuer. Habe ich unseren Versicherungsmaler in Tunesien erstmal aktiviert, der gerade im Urlaub ist. Der hat auch gleich geantwortet. Das wird teuer. Das übernehmen wir dann mal eben. Ist ja ein Wasserschaden. Also, danke. René, in Tunesien. Sollen wir dem jetzt auch Abonnenten besorgen, weil du ihn abgemacht hast? Ja, warte mal, ich kann ja mal einen Deal machen. Warte mal, ich kann ja ein bisschen Werbung für ihn machen. Oh, vielleicht kriege ich ja alles neu. Björn ist schon wieder am Dealen über deine Abonnenten. Aber wir brauchen übrigens noch eine Drohne. Also wenn hier irgendwo in Deutschland ein Drohnenhersteller ist, der ein bisschen Werbung machen will mit uns, kein Thema. Wir nehmen die gerne. Björn macht mittlerweile Deals über deine Abonnenten. Er sagte gerade, mein Versicherungsmakler, den würde er dann bewerben. Das ist ja unser. Okay, weißt du, was das Schlimme ist? Dass er davon ja auch Profit und Vorteil zieht. Und dann, der mal alles bezahlen muss, teuer, ne? Der für umgerechnet 78.380 Euro, ja, die Zahl stimmt, ist nicht genug, Versicherung hat im Jahr, für seine ganzen Firmen etc., ne? Was er so abdrückt, und er drückt 78,95 im Jahr ab, weißt du? So, aber ihr kriegt alles bezahlt, wenn ich was hab's nicht mit der Scheiße da. Nee, Sie ja nicht. Ach, Herr Johannes, sind Sie doch ganz dicht. Was wollen Sie denn, die Penner? Was? Nein. Also, Sie haben schon so viele Schäden. Ja, ich habe 8 Schäden gehabt im Jahr. Ich sage, gemeint, ich habe so viele Schäden. Ich sage, wie man, da kann ich ja nicht angehen, so viele Schäden. Weil so Kleinpisse. Ich kann es doch nicht ändern, weil so wie viele Leute draußen unterwegs sind. Ja, dann, wenn wir das bezahlen, dann muss die Prämie höher. Ja. Wir schicken dir mal was zu. Da schicken dir was zu, da fällt sie hinten über. Da kannst du lieber sagen, weißt du was? Warum gehen wir eigentlich überhaupt noch arbeiten? Und andere profitieren davon. Wir scheißen dich alle von vorne bis hinten, wir sind ja ehrlich, wir haben ja wirklich nur ehrliche Scheiße hier. Und andere werden beschissen von vorne nach hinten und die kriegen die dicke Kohle ab und wir sehen da wirklich gar nichts. Kann mir nicht mal einen Zoobesuch leisten, du. Oh,
auch Zoos. Ne? Ich habe schon zigtausendmal gesagt, ich kann mir keinen Zoobesuch leisten. Warum kommt nicht mal einer und sagt, hey, Ronny, wir haben dich lieb, erst mal 20 Freikarten. Da kommt auch keiner an, du musst keine Angst haben. Die könnte man dann ja verteilen an Bedürftige, ich will sie ja gar nicht. Ne? Aber auf so eine Idee kommen die ja auch nicht. Nee, weißt du, bist du schon mal in den Zoo gegangen? Wie teuer das ist? Nee, Entschuldigung, wen frage ich? Komm, erstmal, ja, komm, wenn du mal bezahlen musst. Frag nee, wo kommst du? Frag doch die Zuschauer. Nee, ich wollte die Zuschauer gar nicht fragen. Ich frage ja dich, weil das ist ja gerade der Witz daran. Ich war mal im Heidepark und ganz früh am Tierpark. Auch umsonst, brauchst keine auch Angst haben. Tierpark auch umsonst, ist klar. Nein, da haben sie den roten Teppich ausgelegt. Ja, ja, ein Kind, ja. Tierpark Thüle. Nee? Ich sag ja, wenn du mitkommst ins Phantasialand, da wirst Spaß. Nee, dann muss ich alles bezahlen und der kommt wieder so rein. Alle ziehen! Ronny, wer ist Ronny denn? Wobei, das wäre ja was? Fast eine eigene Serie wert. Deine merkwürdige Beziehung zu der Bratwurstbudenverkäuferin. Das wäre eine eigene Serie. Das wäre wirklich eine Serie, weil auch sie ist sehr kameraaffin. Habe ich mir schon so. Du hast es mir schon vorgestellt. Oh, ich heiße. Der ruft an und fragt, wo wir sind. Ja, was ist denn? Also, ich frage mich auch, wo wir hier sind. Ich glaube, ich. Schon länger. Kann ich später anrufen. Ja, das geht gut. Später ist ja relativ, ne? Ja. Mhm. Mach ich selten, aber weil du gerade da bist und weil wir eine Drohne brauchen, dann ruf ich die mal weg. Ja, da hat Ron noch nichts zu gesagt. Nee, macht auch nicht. Ich möchte auch nicht, dass Ron immer. Wie wär's mal mit dir? Ja, wie ich soll jetzt für dich sagen, du brauchst eine Drohne. Nee, du bestellst eine. Ich weiß genau, wie er machen muss. Ne? Ja, da brauchst du keine. Wer wird um Zecken und Kohle abgreifen, kreditieren Platz 1. Das kann keiner abschlagen. Das kann ich. Das schafft keiner. Das schafft kein Mensch. Ja, aber stell dir mal vor, der Björn macht jetzt die Feuerwehr Upplengen Süd, die Freiwillige Feuerwehr, durch seine Aufmerksamkeit und Einnahmen, die die Feuerwehr macht, zur Berufsfeuerwehr Upplengen Süd. Ja, was hab ich davon? Da kriegst du ja auch noch Geld ab. Kommt hier dann gar nicht mehr zum Arbeiten. Ja, so gesagt, er kommt, das war ja meine Frage. Er sagt, er kommt nächste Woche auch nicht. Ist er mit in Norwegen? Da wollte er nicht preisgeben. Wie, du kommst nächste Woche auch nicht? Mann, hab ich doch gesagt, das darfst du nicht sagen. Wie, du kommst auch nicht die Woche? Natürlich bist du hier an Arbeiten. Lass dich doch nicht immer so von den Leuten verarschen. Zier, du musst nicht alles glauben. Ja, ich glaub ja nicht alles, aber dir, du bist ja keiner, der Blödsinn labert. Aber wenn du das sagst, dann du bist ja wie Carsten, das glaubt man dem dann ja. Ja, und Carsten erzählt noch mehr Blödsinn. Ja. Das glaubt ihr, alle glauben ihm alles. Ja. Er geht irgendwo hin, bla bla bla. Jo, machen wir so. Machen wir so. Hä? Ja, okay. Aber er kriegt's hin. Läuft, hör mal. Keine Hand von Mors oder was hast du? Wie lange bist du schon bei der Feuerwehr? Hast du schon eine Urkunde gekriegt? Ja, aber so lange auch noch nicht. Aber ein paar Jahre länger schon. Aber also Urkunde, wo ist meine 100.000 Abonnenten-Urkunde? Ja, ich hab dir gesagt, die liegt bestimmt bei dir wieder in der Biotonne, ne? Die Schrauben habe ich schon. Sag mal, ja. Die Amerikaner. Die hat sofort geschreckt. Die halt das dauert wirklich ein paar Monate, bis sie da ist. Ja, aber dann sind wir ja schon bei 200.000. Was soll das? Oh, Quatsch. Neulich hat mir jemand geschrieben, Ron, er würde gerne, also ich zitiere, ich lese dir in Gedanken die Nachricht vor. Hallo Wilke, kann ich noch bei deinem Chef arbeiten? Ich habe richtig Interesse und bin ein guter Handwerker. Antwort Wilke, dann bewerbe dich doch bei Ron. Ruf da an oder schreib eine E-Mail. Er, wie heißt denn die Firma? Fragezeichen. Ich, na, wenn du das nicht mal weißt, dann brauchst du dich da auch nicht bewerben. Was ist mit den Leuten los, Alter? Bloß nicht. Und so eine Leute, da fällt dir doch nichts mehr zu ein. Sie können ja nicht mal selber, sie wissen nicht mal, wie die Firma heißt, wollen sich hier mal bewerben. Wollen die auch nicht. Die wollen auf den Zug aufspringen, weil die meinen, dass du den ganzen Tag hinter denen stehst und hast mit denen Spaß. Das ist auch wieder genauso Zugaufspringer wie alle anderen auch. Diese Trittbrettfahrer, das geht mir mit, aber sowas auf den Geist. Vor allen Dingen, was ist mit den Leuten wie du auch? Was ist denn mit den Leuten los? Wenn sich einer bewerben will, der braucht nur Google machen. Google mal meinen Namen. Ja, aber das ja, ist ja, weißt ja, du, aber das steht doch alles. Ja, aber die wissen bestimmt nicht mal, dass wir Ron Johanning heißen. Das wissen die nicht. Und man sieht ja so ein Hör, das in jedem Video. Google die bestimmt. Ronny! Oh, was habe ich noch gar nicht gemacht? Mal gucken. Darf ich mal machen? Komm her. Ronny! Ich komme da irgendwie ein sächsischer Pornodarsteller oder was? Nee, das haben wir für Google noch nicht entdeckt. Aber da ist ja auch die Frage, wie viele I's und wie viele O's und. Ich hab meinen Namen. Erst eigentlich bei dir als Frage auch immer interessant. Rauer Ton auf der Baustelle, wenn du noch da bist, oder war das früher schlimmer? Ich habe gehört, früher war das schlimmer, mittlerweile ist das lockerer bei dir.
26 Google-Seiten allein mit meinem Namen. Ja? Ja. Ist das geil? 1300 Ergebnisse. Und fast in jedem Ergebnis, wenn ich so hochscrolle, das erste Mal ist, kommt unsere Firma mit Anschrift, mit hast noch nicht gesehen. Ich weiß noch nicht mal, wo die ganzen Fotos hier im Jahr so drin sind. Vor allen Dingen befindet sich im Zustellstützpunkt Basel von der Deutschen Post. Nee, andersrum, die befinden sich bei uns. So wird das schon hingedreht. So wird das schon. Ich könnte schon wieder, du. Nee, aber guck dir das mal. Also du brauchst, also von Adressen, da steht ja alles drin. Da steht sogar die Größe meiner Unterhose. S. M. Triple X. Ja, aber das ist doch unmöglich, wenn dir jemand schreibt, der möchte sich hier bewerben, aber weiß nicht, wie ja, der Firma heißt. Ja, da fällt mir nichts mehr. Ich google auch gerade, wenn du auf unser Team gehst. Kopf was Fratzen, du. Der einzige Schöne bin ich. Der einzige Schöne bin ich. So, Unternehmensgruppe zum Shop, Datenschutz, Impressum, unser Team, Projekte, Firmenprofilen, willkommen. Da geht sogar zum Shop, fragen mich auch einige, ich kenne mich bei eurer Homepage, wie komme ich denn zum Shop? Das Google, ne? Hab ich nur Ron Johanning eingegeben. Das Erste, was kommt, ist unsere Internetseite, ne? So, da guck mal, Leute, da geht hier alle drauf. Dann ist schon noch ein Firmenprofil. So, da könnt ihr mal eben gucken. Hier oben, willkommen, Firmenprofil, Projekte, unser Team, Impressum, Datenschutz. Die allgemeinen Richtlinien müssen wir leider machen. Unsere Unternehmensgruppe, könnt ihr auch draufklicken, könnt ihr gucken, welche Firmen da dazu gehören. So, und jetzt gehen wir zum Shop. Wir brauchen hier nur draufklicken. Guck mal an. Tadam, schon seid ihr bei Ronny im Shop. Ne? Die meisten Leute wissen ja nicht mal, wie die Firma heißt, obwohl wir das immer wieder sagen. Ja, das ist... Guck mal, ey, was gibt's da schöne Sachen? Hier, guck dir das mal an. Ist das nicht fein? Hier vom Allerfeinsten. Hier unten könnt ihr noch ein Kapitel mit Arbeitsschuhen machen. Hier, es gibt meine schönen Hoodies, Kapitel schon vom Publikum. Ne? Da könnt ihr oben rein, könnt ihr das alles schön in den Warenkorb klicken, etc., etc. Und so weiter und so fort. Ich. So, dann könnt ihr hier noch ein bisschen, ihr könnt auch euer Statement dazu lassen. Ich meine, Herr Zieren hat es leider ein bisschen verpasst, die Seite auch ein bisschen weiter auf Vordermann zu bringen. Also wir hängen ein bisschen hinterher, aber auch das hoffe ich, werden wir nächstes Jahr in Angriff nehmen. Beim neuen Büro wird es noch neue Büro, Videos geben. Weil dann wird auch seine Tür abgeschlossen und dann macht er den ganzen Tag nämlich nichts, alles runter, vorher nicht raus, und das fertig ist.